In diesem Video zeige ich dir einen geheimen Klempnertrick, wie du einen verstopften Abfluss in Sekunden wieder frei bekommst. Denn in der Küche kennst du sicherlich auch, dass der Abfluss mit der Zeit nicht mehr so gut abfließt. Das liegt vor allem daran, da hier doch auch immer mal wieder kleine Essensreste oder auch Fett in den Abfluss gelangen, die sich hier natürlich ablagern und den Abfluss so immer mehr verstopfen. Irgendwann fließt er dann nicht mehr so richtig schön ab oder es dauert einfach deutlich länger. Doch anstatt hier gleich den kompletten Abfluss auseinanderzuschrauben oder einen Handwerker zu holen, kann dir dieser geniale Handwerkertrick wirklich helfen, den viele Klempner so tatsächlich benutzen. Dafür nehmen wir als erstes das Sieb heraus und benutzen dann herkömmliches Spülmittel. Und davon geben wir jetzt eine wirklich große Menge in den Abfluss. Das heißt, mindestens eine halbe Packung Geschirrspülmittel sollte es schon sein. Denn Spülmittel hat eben eine fettlösende Wirkung und kann somit dafür sorgen, dass sich die ganzen Ablagerungen hier richtig schön lösen in unserem Abfluss. Und die Menge sorgt eben dafür, dass jetzt überall etwas von dem Geschirrspülmittel ist. So sollten wir das Ganze dann mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Wenn du das getan hast, solltest du im nächsten Schritt den Stöpsel wieder reinstecken und komplett runtermachen und dann das ganze Waschbecken volllaufen lassen. Und zwar mit richtig schön heißem Wasser. So schauen wir jetzt, dass wir es so lange laufen lassen, bis eben das gesamte Becken voll mit dem heißen Wasser ist. Nachdem das erledigt ist, können wir den Abfluss jetzt wieder öffnen, damit das gesamte Wasser hier abfließt und so auch das komplette Spülmittel mit den ganzen Fettablagerungen und Essensresten mitnimmt. Sobald das Wasser draußen ist, solltest du ebenfalls nochmal 2 bis 3 Minuten mit richtig schön heißem Wasser nachspülen. Damit hier auch wirklich alles gelöst wird und dein Abfluss danach wieder komplett frei ist. Und wenn du das erledigt hast, dann sollte dein verstopfter Abfluss wieder gelöst sein und der fließt in Zukunft wieder richtig schön ab, so wie es sein soll. Probiere das Ganze daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du ein Kondom über deinen Wasserhahn stülpen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.